Heute ist der 6. April 2016. Hier noch ein Zusatz zu dem Video wegen GMX. Was stand da? GMX pauschalisiert, dass quasi alle Beitragszahler auf dem Beitragsservice ins Gefängnis müssen, wenn sie das nicht zahlen. Das ist hier ein Zusatz, und zwar ist dieser Beitrag auch ein bisschen älter, weil der Beitrag in meinem anderen, älteren Video bezieht sich auf den 6. April. Das ist hier ein Beitrag vom 5. April 2016. Und zwar steht hier, deswegen möchte ich das nochmal aufgreifen, der Grund, warum diese Frau, die den Beitragsservice seit über 3 Jahren nicht gezahlt hat, entlassen worden ist. Und der wundert mich doch sehr. Der MDR, ich weiß nicht, was der ARD, MDR eigentlich damit zu tun hat. Normalerweise sieht man ja, hier ist das ARD, ZDF, Deutschlandradio. Naja, ist ja auch Latte. Es ist tatsächlich so, dass der Beitragsservice, hier steht halt MDR, ich sage einfach mal Beitragsservice, dass der wirklich den Antrag auf Haftbefehl zurückgezogen hat. Und deswegen halt die Sieglinde Baumert aus der Haft rauskam. Und zwar Montagabend, also, was haben wir heute? Heute ist Mittwoch, ja, also direkt am 4. April 2016 kam die raus. Das heißt, die war ziemlich genau 2 Monate in Haft, weil sie am 4. Februar hereinkam. Nochmal zur Zusammenfassung, die Sieglinde Baumert. Die hat halt seit, glaube ich, Anfang 2013 keinen Beitragsservice gezahlt, keine Rundfunkgebühren. Hat dann natürlich Schulden angehäuft. Und irgendwann hat halt der Beitragsservice einen Gerichtsvollzieher beauftragt. Und dann halt beauftragt, entweder soll sie die dann mittlerweile 600 Euro Schulden zahlen, oder sie soll die Vermögensauskunft abgeben. Und der Beitragsservice hat weiter beantragt, wenn sie die Vermögensauskunft nicht abgibt, soll sie in Erzwingungshaft genommen werden. So, und die Sieglinde Baumert lehnt diesen Beitragsservice rigoros ab, was ich auch verstehen kann. Hat weder bezahlt noch die Vermögensauskunft abgegeben. Das finde ich ein bisschen fragwürdig. Ja, und deswegen musste sie in Haft. Kam dann in Erzwingungshaft. Und hat die halt 2 Monate abgesessen. Aber jetzt kommt der Knüller. Ich meine, die hätte ja noch bis zu 4 Monate da drin bleiben können, weil Erzwingungshaft geht bis 6 Monate. Außer die Frau Baumert bzw. Inhaftierte sagt dann in dem Fall, ich möchte die Vermögensauskunft jetzt abgeben. Dann muss sie möglichst flott entlassen werden. Aber hier war es so, dass tatsächlich der Beitragsservice den Antrag auf Haftbefehl, was sie ja eigentlich jederzeit machen können, ist logisch, zurückgenommen hat. Und logischerweise musste die dann umgehend aus der Haft entlassen werden. Das ist ja logisch. Also quasi sobald jetzt irgendwie da das Fax oder Brief mit Briefen, das wahrscheinlich war es ein Fax oder eine E-Mail, sobald die JVA das bekommen hat, entweder von dem Beitragsservice selber oder von der Staatsanwaltschaft, kommt drauf an, wo der Beitragsservice das hingesendet hat, wahrscheinlich an die Staatsanwaltschaft, dann ja, faxt oder sendet die Staatsanwaltschaft das an die JVA und halbe Stunde später, nachdem das gekommen ist, muss die eigentlich raus sein. Ja, dauert ja dann auch ein bisschen immer noch, weil man muss ja da zur Kammer und so weiter. Das ist übelst krass. Also das hat mich sehr überrascht. Das ist extrem selten, würde ich sagen, dass der Gläubiger beantragt, dass der Haftbefehl, der ja schon vollstreckt worden ist, aufgehoben werden soll, zurückgezogen werden soll, der Antrag. Das habe ich so noch nie gelesen. Hat sicherlich schon gegeben, klar. Aber das ist schon ein kleines Wunder, sage ich mal. Also das ist, in meinen Augen ist das extrem selten. Ich kann mir das nun so erklären, ich habe mich ja sowieso die ganze Zeit gewundert, warum diese Frau Baumert hier mit Hinternamen genannt wird. Ich kann mir das nun so erklären, dass sie berühmt ist, also wahrscheinlich auf YouTube, aber vor allen Dingen auch auf, steht das hier irgendwo? Stand das nicht auf Facebook oder so? Dass sie das auf Facebook veröffentlicht hat? Ja, hier steht halt was mit Welt am Sonntag. Also ich vermute, dass die Frau Baumert einfach schon öffentlich bekannt ist und deswegen auch ihr Name hier veröffentlicht wird. Und halt so in vielen Medien gegen den Beitragsservice gewettert hat. Ja, und deswegen der Beitragsservice irgendwie eingelenkt hat. Warum, weiß ich nicht, weil dem Grunde nach ist er ja im Recht,
zumindest laut geltendem Gesetz. Ja. Ich sage nicht, dass ich das gut heiße und dass das Gesetz hier konform ist. Ja, das habe ich nicht gesagt. Also ich würde gerne mal die Begründung wissen, ja, aber man muss ja nicht begründen. Wenn der Beitragsservice den Haftbefehl zurückzieht, also den Antrag darauf, ja, dann ist das halt so. Aber das, finde ich, ist extrem selten. Freut mich demnach für die Frau, aber so weit hätte es nie kommen müssen. Hätte da einfach die Vermögensauskunft abgeben sollen. Weil die Schulden bleiben eh. Trotzdem krasse Sache. Das passt wieder ins Bild. Ich das hasse.